Herr Doktor, danke der Organisation. Ja, ich bin ja heute eigentlich sehr stolz, habe die Ehre, und jetzt aufgepasst, man sollte es nicht glauben, es wird in den Medien nicht bekannt gegeben. Ich darf hier sprechen für hunderte Polizisten. Die Gruppe hat sich Österreich zusammengefunden und nennt sich Polizisten für Grund- und Freiheitsrechte. So, jetzt werden sich manche Kolleginnen und Kollegen hier schon Gedanken machen. Ja, bitte, wer hat denn den Mut, sich da am Graz, noch dazu vor der Gebäude der Politik, noch dazu vor den heiligen Gebäuden, wo wir noch unsere Grundausbildung gemacht haben, der Gendarmerie, zu sprechen? Ja, mein Name ist Franz Wohlmutter, ich komme aus Liezen. Und da habe ich mir, und das ist keine Fake, wie man sagt, oder Lüge, meinen Kindheitstrauma erfüllt. Nach erlernten Beruf als Handwerker, als Tischler, bin ich dann in 1979 in den Grundkurs der Gendarmerie eingetreten und habe da ganz, ganz tolle Kollegen gefunden und gesehen, gelernt, was Kameradschaft bedeutet. Ja, ich habe Dienst gemacht mit dem heutigen Stellvertreter, oder ich kenne genau seine Funktion, von Wolfgang Lackner, Generalmajor. Ich habe Dienst gemacht auf der Dienststelle in leitenden Gebäuden oben in Liezen mit dem jetzigen Bezirkspolizeikommandanten Karl Holzer. Es waren gute Zeiten. Und mein größter Stolz war es, ich sage war, aber das ist jetzt momentan nicht mehr so. Mein größter Stolz war es, meine ganze Familie, meine ganze Dienststelle, alle waren stolz auf mich. Und zwar habe ich die größte offizielle Auszeichnung, was der Bundespräsident für die Exekutive vergibt, die goldene Medaille am roten Bande erhalten. Ich habe es ja erhalten, nicht für langere Diensttätigkeiten oder besondere, sondern ich habe in Ausübung meines Dienstes und der Einsatz meines eigenen Lebens ein anderes Menschenleben gerettet. So. So, ich glaube, jetzt habe ich mich soweit persönlich vorgestellt und jetzt komme ich, wie gesagt, zu dem, was mich die hunderten Polizeibeamtinnen und Polizisten gebeten haben, euch hier kundzutun. Und vielleicht wagt es doch wirklich mal irgendeine Zeitung, gar eine Keine oder Krone oder irgendeine Tageszeitung oder gar der Staatsfunk irgendwo zu melden, dass es auch Polizisten gibt, die ein bisschen anders denken und ihre Kritik kundtun. Was darf ich euch hier mitgeben? Namens dieser Hunderten an Polizistinnen und Polizisten. Als Beamte und Beamtinnen, meine Kolleginnen und Kollegen, denen brauche ich das nicht sagen. Die haben das gelernt und müssen, sie werden es wissen. Sie müssen, und zwar, das ist gesetzlich geregelt, im gesamten Verhalten, das ist § 43.2, aber weiter nichts mehr Gesetzliches, darauf Bedacht annehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in all ihrer sachlichen Wahrnehmung ihrer dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt. So, und jetzt kommt's. Seit Einführung der 3G-Regelung am Arbeitsplatz, betrifft ja nicht nur die Polizei und die Exekutive, und der drohenden
am Arbeitsort unter drohender Impfpflicht kommt es auch bereits polizeilich intern zu einer spürbaren Spaltung innerhalb der Kollegenschaft. Und zwar in Ungeimpfte, die vermehrt zu Konflikten bis hin zur Diskriminierung ungeimpfter Kolleginnen und Kollegen führt. Diese interne Spaltung beeinträchtigt jedoch für das, aus der Sicht dieser Gruppe mittlerweile die Wahrnehmung der Sachlichkeit unserer dienstlichen Aufgaben nicht mehr wahrzunehmen zu können. So wird etwa mittlerweile ungeimpften, aber wohlgemerkt stets getesteten Kolleginnen und Kollegen nunmehr mit Disziplinarmaßnahmen und Anzeigen gedroht. Und obwohl das Narrativ der Ungeimpften als Pandemietreiber inzwischen durch wissenschaftliche Erkenntnisse entkräftet wurde, werden dadurch trotzdem und noch immer vertrauensvolle Kameradschaften sowie erfolgreiche Teamarbeit vergiftet. Wir Polizisten für Grund- und Freiheitsrechte fordern, den Gesetzgeber und ausnahmslos alle im Nationalrat vertretenen Parteien auf, hin bis zu den Bundesräten und zu unserem Staatsoberhaupt, dem Bundespräsidenten, Folgendes zu tun. Erstens, Sorge zu tragen, dass keine berufsbezogene oder allgemeine Impfpflicht oder auch sonstige Form eines indirekten Impfzwanges in Österreich gesetzlich eingeführt wird. Zweitens, sich dafür einzusetzen, dass sowohl aus medizinischen Gründen als auch aus Gründen der Gleichbehandlung 3G am Arbeitsplatz gänzlich ausgesetzt oder zumindest in 1G, nämlich getestet, umgewandelt wird. Wir suchen dafür zu sorgen, dass die Diskriminierung ungeimpfter Kolleginnen und Kollegen sowie die Androhungen von Disziplinarmaßnahmen und Anzeigen gegenüber ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Ende findet. Und zum guter Letzt, viertens, dass es wieder ermöglicht wird, sich auf die polizeilichen Kernaufgaben zu konzentrieren. Wir möchten für die Bevölkerung wieder als Freund und Helfer da sein. Und nicht bei überwiegend, heute ist meine persönlich gar nichts ausgefallen, Negatives, und nicht überwiegend friedlichen Demonstrationen, die aufgrund des zunehmenden Unmutes in der Bevölkerung gegenüber der Politik ins Leben gerufen wurde, drohend gegenüberzustehen. Kommen wir wieder bitte zurück, was meine Lieblingstätigkeit war innerhalb der Polizei, Gendarmerie. Schaut, was ich raufgepickt habe. Kinderpolizei. Kümmern wir uns wieder, schauen wir wieder, Lächeln kommen, weil wenn ich das jetzt da gehört habe, das gesehen habe in den Medien, dass ich bereits
über das Ministerium herunter Stadtpolizeikommandanten oder Landespolizeikommandanten hingeben. Hubschrauber. Ich bin jahrelang aus Luftspür unterwegs mit diesem Gerät. Bin 20 Jahre mit dem Motorrad gefahren, kreuz und quer auf steirischen Straßen. Und dann gibt man hin, diese unsere tollen technischen Mittel zu präsentieren, anzulocken, wie verkürztlich am Flughafen in Salzburg, um dann die Kinder dort zu impfen. Das aus diesem Grund werden wir weitermachen. Ich kämpfe hier für meine Enkel und deren Generation. Jetzt, wenn wir jetzt die Möglichkeit für eine Veränderung des Systems oder des Weltgeschehens nicht nutzen, dann Gnade uns Gott. Ich danke euch.